Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir sind immer noch in Sölden und haben heute eigentlich nur so Spaßlabs auf dem Programm, weil das ist unsere letzte Nacht, unser letzter Tag hier. Und morgen brechen wir sehr wahrscheinlich weiter auf nach Saalbach. Und dort müssen wir aber gleich auf jeden Fall noch eine Anfrage stellen wegen Campingplatz, weil da haben wir noch nichts. Da müssen wir gucken. Und in Saalbach ist das gar nicht so einfach, was Cooles zu finden. Es gibt da zwar so ein paar Spots, aber die sind alle jetzt nicht so, dass ich sage, yo, das ist jetzt übelst geil. Aber egal. Wir wollen auf jeden Fall noch Richtung Farkasee fahren, damit wir nicht eine super lange Strecke fahren müssen, sondern so ein bisschen uns diesen Fahrtweg aufteilen, dass wir da nicht so super lange fahren müssen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir den Tag hier noch nutzen. Später müssen wir noch einkaufen gehen, uns ein bisschen eindecken und für heute Abend was einkaufen und mal gucken, was wir zu essen machen. Und ja, wir nehmen euch mit. Viel Spaß! Die blauen Lines in Sölden sind einfach perfekt, um sich warm zu rollen. Sie haben eine super gute Länge, sind super schön in Schuss und machen einfach nur Spaß. Man kann viel laufen lassen, ohne dass man sehr viel an Bremsen denken muss, weil die Lines einfach super gut gebaut sind und die Leute sich hier echt ein bisschen Kopf gemacht haben, wie und wo sie die Strecken bauen. Boah, glaube ich nicht sehr aktiv.
Einer meiner absoluten Lieblingslines letztes Mal, als wir hier waren, war die Tere-Line. Und die wollte ich an diesem Tag unbedingt auch noch fahren, bevor wir aufbrechen zum nächsten Spot. Oh Gott. Oh. Tere-Line. Auf Lock. Irgendwie hatten wir allerdings einen Fluch auf unserer Reise und dieser Fluch war, dass irgendwie noch nicht alle Strecken so offen und befahrbar waren, wie man sich das vorgestellt hat. Das hat im Brandnertal schon mit den Strecken ganz oben angefangen und in Sölden hat es sich dann weitergezogen mit der Ollweite, die noch halb im Schnee ist, und noch einigen anderen Strecken, wo einfach noch viel Baustelle ist. Ich denke, das Ganze liegt daran, dass auch hier in Österreich der Sommer so ein bisschen später angefangen hat und die Jungs einfach noch nicht so weit gekommen sind, wie sie eigentlich wollten zum Start der Saison. Rondell rein. Crazy. Ich meine, vielleicht waren die damals, wir waren ja relativ spät, glaube ich, am Ende der Saison, waren die einfach nur freigefahren. Und dass die jetzt wiederkommen. Wiederkommen. Okay. Wenn du willst, fahren wir einfach hinterher. Du kannst ja da in kein Loch fallen. Und dann fahren wir danach einfach rot zu Ende. Ja, für die Schwarze bin ich ein bisschen schlappi jetzt. Die Schwarze kennt ihr ja tatsächlich auch schon. Die bin ich das letzte Mal beim Talk gefahren. Und das rote Stück hier bin ich noch nie gefahren. Fährst du mal einfach hinterher, ja. Hier nicht zu schnell zu sein. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ich hab gar noch gebremst. Also vor der Kurve. Ja, es war easy, ne? Jetzt können wir rot zu Ende fahren oder in Schwarz rein. Auch für Schwarz haben wir jetzt eigentlich zu wenig Speed. Am besten fährt man da direkt durch. Erstbefahrung, roter Abschnitt. War auch lustig, dass man das zweite Mal hier ist. Dann erst rot fährt. Das knackt. Fuck mich so ab, ey. Auf jeden Fall. Oh! Der Rot ist ja auch gar nicht mal so ohne. Okay. Okay, Alter. Was bringen wir da hin? Krass, weil das finde ich schwerer als das andere. Das andere bin ich ja damals schon gefahren. Das knackt mir hier. Ey, das ist viel schlimmer als schwarz. Ich dachte, du bist das schon mal gefahren. Also ich finde die rote schwerer, wenn man da alles jetzt mitnimmt. Also die rote komplett, Leute. Bin ich jetzt echt mich krass verwundert.
Irgendwie hat mich der rote Abschnitt wirklich überrascht. Ich dachte nicht, dass da solche Jumps drauf sind, auch wenn man die natürlich umfahren kann. Der schwarze Abschnitt ist allerdings auch nicht wirklich viel, viel schwieriger. Allerdings hast du da natürlich ein paar Features, die du nicht umfahren kannst und ein paar Steilkurven, vor denen die ein oder anderen Leute stehen geblieben sind, als ich sie das letzte Mal gefahren bin. Allerdings muss ich wirklich sagen, dass die rote Line mich überrascht hat und ich eigentlich noch eine zweite Runde gebraucht hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die einmal oder eine zweite, einmal gefahren sind oder zweimal letztes Mal. Ich erinnere mich wirklich an nichts hier. Ist da ein Drop oder was? Nee, Aussichtspunkt. Oh. Da denkt man immer, da fährt sich so eine Linie ein von den Leuten, die es kennen. Oder das dann gut passt. Ah. Ach, so schnell zum Pause machen. Ich will bestimmt eine Pause machen. Was sind das für Bremswellen in der Kurve hier? Alter! Gegen Ende wird die Tiereline eigentlich nochmal richtig, richtig schön. Und der letzte Part ist auch sehr, sehr flowig und macht einfach unglaublich viel Spaß zu fahren. Leider war der allerdings dann, wie schon am Anfang beschrieben, eine Baustelle und irgendwie noch nicht ganz ready für die Saison. Boah. Ich glaube tatsächlich, hier war doch irgendwo, auch wo ich am Ende so ein bisschen weggerutscht bin, irgendein Stein in irgendeiner Kurve. Ich meine, das war hier. Da war ich viel zu langsam. Hier ist gesperrt dann. Aber ich muss hier gucken, was hier los ist. Das war es knackt so schlimm. Ne, ich habe nichts mit. Ah, Leute, ich muss auf jeden Fall. Guck mal, es geht das gleiche Geräusch wie gestern. Es war jetzt dann genau eine Abfahrt lang weg. Es ist bestimmt hier was in dieser Gabelkrone drin. Aber es macht mich kürre, wenn da vorne irgendwas die ganze Zeit knackt. Das Fahrrad ist sonst so leise. Und wenn dann da sowas ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass der Trail jetzt fast zu Ende ist. Aber leider auch wieder eine Umleitung. Können den leider nicht ganz zu Ende fahren. Weil das ist eigentlich unten auch noch schön, das Stück. Hallo, hallo, Radfahren ist in der Station verboten. Leute, wir haben das Ding hier unten, weil die Michi hatte die tolle Idee, auf die Olweide zu fahren. Hier oben regnet es einfach und es stürmt und ich habe eine kurze Hose
T-Shirt an. Oh Leute, ihr werdet nicht viel hören. Es ist so stürmisch. Achtung, Schneefelder. Das sind die Schneefelder. Also hier konnte man jetzt anscheinend starten. Das ist wahrscheinlich auch für morgen schon ready. Ab morgen soll die ja regulär offen sein, aber never taut das alles ab bis morgen. Seht ihr, wie viel Schnee hier noch liegt überall. Hier fließt das alles ab. Trail ist auch noch relativ trocken. Das heißt, es regnet auf jeden Fall noch nicht so lange. Ich weiß noch, als wir das letzte Mal hier waren, die Michi sich so abgefuckt, hier auf diese Line zu fahren. Man hat hier echt eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt. Und jetzt wollte sie mal die Tollweite. Auch crazy, ne? Wie sich das so verändert. Ich meine, die Ollweite ist eine coole Strecke, so ist jetzt nicht, ne? Aber oh. Oh, Schneefeld. Wieder Schneefeld. Aber wir sind einfach gleich aus dem Regen raus. Auch geil. Snowride im Sommer. Ist echt kalt hier oben, Leute. Ja, niemals ist das weggetaut bis zum Wochenende. Warum auch nicht noch einmal das Rad einsauen, bevor man aus Sylt wegfährt. Gegenwind, ey. Ich komme gar nicht weg hier. Einmal so fette Tilts. Boah. Na krass, ja, eben bin ich natürlich jetzt mit Rückenwind gefahren. Da komme ich jetzt gar nicht hoch. Boah. Hier am besten nicht bremsen. Auf nassem Stein. Umleitung. Boah, der ist bestimmt rutschig. Thank you.
Die Allweiteline ist für mich auf jeden Fall eine der Mountainbike-Trails, die man irgendwie mal gefahren sein muss. Einzig und allein schon wegen dem Panorama, wenn man hochfährt, wenn man oben ankommt. Aber auch bei der Strecke an sich ist es so, dass man sie super schnell fahren kann, um dann wirklich auch ein bisschen Skill zu benötigen. Aber man kann sie auch ganz entspannt fahren. Natürlich braucht man ein bisschen Speed für die Steinfelder und auch das super lange Steinfeld ist natürlich gerade auch gesperrt gewesen, was auf jeden Fall ein bisschen Skill und auch ein bisschen Tempo erfordert. Aber wenn ihr hier in Sölden seid, nehmt euch auf jeden Fall mal die Allweiteline vor, denn die lohnt sich einfach zu 100%. Weite abgehakt für dieses Jahr mit Snowride.